befinden uns auf der A8, Fahrt Richtung München. Wir wurden alarmiert gegen 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Lage war relativ unklar und unübersichtlich für die Leitstelle. Die ersten eintreffenden Kräfte haben erst mal sortieren müssen, was sich zugetragen hat. Ein Sprinter ist mit insgesamt 10 Personen besetzt auf ein Absicherungsfahrzeug an der Nachbaustelle aufgefahren. Der Sprinter kam dann nach ca. 100 Metern in der Grünstreifen zum Stehen. Es befanden sich mehrere Personen auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr hatte mit dem Rettungsdienst dann versucht, die Personen zu sortieren nach Verletzungsgrad. Von dem Sicherungsanhänger ist das Notstromaggregat zerstört worden. Da ist Kraftstoff ausgelaufen. Von dem Unimog, der getroffen worden ist, ist Hydrauliköl ausgelaufen. Das sind die Arbeiten, die jetzt noch anstehen, das ausgedrehte Öl aufnehmen und dann entsprechend im Grünstreifen erträglich noch entfernen. Es ist eine geringe Menge oder eine kleinste, geringste Menge, die da rein ist. Das reicht dann also, wenn man das dann absticht und so entsorgt. Schwierig zu sagen, ist, ja, wir haben schon einige Unfälle mit Transportern gehabt. Die Frage ist, ist eine Kombination aus Fahrverhalten, Übermüdung, die Strecke, freie Fahrbahn, plötzlich Baustelle. Das ist, häuft sich, aber hat vermutlich unterschiedliche Gründe. Wir sind mit 21 Mann und 5 Fahrzeugen hier vor Ort. Wir sind hier zu einem Verkehrsunfall gekommen auf der A8, Fahrt Richtung München, zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen. Hier ist ein Transporter von der Fahrbahn abgekommen in einer Baustelle. Es waren insgesamt 10 Personen im Fahrzeug. Die erste Lage vor Ort war, nach dem Ersteintreffen der RTW hat festgestellt, dass ein Transporter von der Fahrbahn abgekommen ist, insgesamt mit 10 Personen besetzt, und wurden entsprechende Kräfte hierher alarmiert. Zusammen der leitende Notarzt, ein organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 4 Rettungswagen, 2 Krankentransportwagen und zusätzlich kam noch ein ehrenamtliches Fahrzeug zur ersten Bearbeitung der Lage hinzu. Die Vorgehensweise ist so, dass die erste eintreffende Fahrzeugbesatzung die Lage an die Leitstelle zurückmeldet, da feststellt, wie viele Personen beteiligt sind, entscheidet, wie viele Kräfte noch vor Ort gebraucht werden. Hier in dem Fall waren durch die Leitstelle schon ausreichend Kräfte alarmiert, die dann hier im Zuge dessen, wie der Verkehr hier halt möglich war, durch den Stau bis zur Einsatzstelle vorgefahren sind. Von den insgesamt 10 beteiligten Personen sind alle in die Klinik transportiert worden, einer schwer verletzt und die anderen mittelschwer verletzt.